Hallo und willkommen bei Nacktmull TV mit mir, dem Manni. Wir versuchen jetzt nochmal dieses unheimliche schöne Level zu machen, wo eben die ganze Zeit die Frame-Einbrüche waren. Guck mal. Es läuft wieder schneller. Hallo, Anne. Nun bin ich aufnehmen. Chiu, okay. Nimm auf. So. So. Ich hatte ja genug Zeit zu üben hier, als ich langsam machen musste. Da. Da. Ey, mich kotzt dieses Level doch ehrlich gesagt nur noch an, oder? Es ist doch, ey, echt. Das Level ist zum Kotzen. Das ist jetzt echt das ätzendste Level hier überhaupt. Meine Motivation hierfür geht doch gerade echt in den Keller. Muss ich das verstehen? Nein, ich verstehe. Muss ich nicht. Da. Hier wieder gegenboxen, hier wieder rumlaufen, hüpfen, hüpfen, laufen, hüpfen, Gegenwand, hüpfen, laufen. Lauf. Nee. Echt, also, weißt du? Ich finde ich habe nichts gegen anspruchsvolle Level. Aber Level, die wirklich null Toleranz zu irgendeinem kleinsten Fehler, ne? Hallo. Guckt mal bitte auf die Altersbeschränkung, Kinder, Freunde. Wenn ihr ein Spiel produziert, was auch für Jugendliche oder notfalls auch Kinder sein soll. Bitte, bitte. Guck doch, dass es nicht so extrem strange ist. Also, weißt du? Bei sowas wird die Lust schnell zur Frust. Mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich schiebe hier einfach das Level ein Stück zusammen, dass es im Speedrun geht. Wir machen hier einen Speedrun draus. Ja, genau, das glaube ich. Weil ich habe echt keinen Bock, dass es hier 4 Folgen nur so geht, wie ich versuche, dieses blöde Level hier zu schaffen. Also. Tschüss. Warum kann ich den nicht einfach irgendwas an den Kopf schmeißen? Hier ist so ein Zahnrad oder sonst irgendwas. Einfach so in den Propeller, dann fällt er runter, ist tot und alles ist gut. Hey.
Das ist wieder die Sache, wo ich sage, der kleinste Fehler, die kleinste Abweichung vom vorprogrammierten Spielpfad heißt sofort versagt, neu machen. Gnadenlos. Wenn du nur einen Millimeter falsch springst, sagt das Spiel, nee, das ist jetzt ein Millimeter daneben. Hier wieder, das werde ich jetzt komplett knicken können. Nächste. Ich habe mich um ein paar Millimeter versprungen und schon passt es nicht mehr, dem Ablauf passt es nicht. Ich krieg nicht mehr die Kurve hin, wo ich hin soll. Es kommt das Sägeblatt tot. Da wieder. Es war wieder. Entschuldige, aber. Ich bin doch nicht zu blöde, oder? Ich bin doch wirklich. Ich kann doch nicht irgendwas machen, wo ich null Toleranzen habe. Es geht nicht. Vielleicht bin ich da zu pingelig, aber es ist ein Spiel, keine Atomuhren. Da. Da. Na, endlich, ey. Ach so. Ja, ist doof, danke. Sag mal. Ey, hör mal. Warum macht ihr nicht das? Ihr könnt doch direkt den ganzen Bildschirm hier voll machen. Ich bin sicher, dann hat man noch richtig gute Chancen, irgendwas zu machen und zu treffen und den ganzen Scheiß. Nee, wirklich. Nö, So. Ja. 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 Macht er euch nicht, das weiß ich noch. So, stirb. So. 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 Ding, 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 dum, pum, pum, pum. Hä?
Ach. Schönes Schönes Moskito-Level. Schönes Level. Total toll alles hier. Nee, ich kann euch gar nicht sagen, wie gut mir das hier gefällt. Nee, geh kacken. So. Hätte ich jetzt nicht machen müssen, war jetzt eigene Doofheit, aber naja. Ach, es tut mir der Finger weh. Was bitte? Und was wird das? Bumm. Irgendwie ist der Ton jetzt weg, oder? War es das? Das war's. Und nun? Ja, Rayman Origins fertig. Danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr meine Wutausbrüche mitgemacht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Tschüss.